Willkommen Leute, wir stehen hier auf Hälfte des Anstiegs vom Mare des Deux del Monde, ich glaube so heißt er, 18,9 Kilometer mit 4,9% im Schnitt, 1300 Höhenmeter das Ding, das Ganze geht gleich auf 1125 Meter hoch. Die Jungs kommen uns gleich mit dem Rad entgegen und ich bin heute in Zivil, das heißt ich mache heute den Sportwissenschaftler und wir checken gleich mal bei Simon, was so sein Motor hergibt. Wir schnallen ihm die Spiro drauf und dann darf er für uns heute einen Forza Max Test fahren. Wir sind gespannt, ich bin gespannt und seht selbst, was wir gleich damit machen werden. Das ist er, unser kleiner Superheld. Das ist eine Spiro. Das kennt ihr sonst aus dem Labor, nur in einer großen Apparatur. Und einer der unserer Kommentare hat schon geschrieben, die Rucksackspiro ist im Einsatz. Finde ich ganz süß eigentlich. Denn die können wir jetzt einfach mit einem Gurt befestigen, hinten auf dem Rücken festmachen. Das heißt, wir können einfach anschnallen, vorne fest zumachen und dann fährst du auf der Straße mit der Spiro-Messung. Das Ganze kennt ihr wie normal auch von den Bildern, den Videos, vorne mit der Maske und dann wird Sauerstoffaufnahme gemessen. Was ich extrem spannend finde, ist, dass wir wirklich real auf der Straße messen, das heißt die Radbewegung mit da drin haben und nicht das Ganze laborbedingt auf dem Ergometer. Und wir gehen das ganze Ding jetzt mal einmal durch. Und hier zeige ich euch einmal, was wir im Koffer haben. Einmal unsere Spiro, unser kleines Gerät. Hier drin haben wir unsere kleine Turbine. Die misst quasi wie viel Volumen, also wie viel Geschwindigkeit pro Zeit. Dann wir an Sauerstoffaufnahme oder auch CO2 hin und her pusten. Hier vorne, das kennt ihr auch, da wird gleich einfach die Turbine befestigt. Das ganze System vorne an die Maske, die wir dann hier drunter finden. Masken in verschiedenen Größen und vor allem, das ist das ganz Spannende daran, hier einmal unseren Schulter-Brustgurt. Damit können wir nachher die Spiro hinten an dem Rücken befestigen und können uns frei bewegen. Und ich habe das Ganze auch schon mal getestet. Es lässt sich echt super einfach damit fahren. So, wir haben jetzt dem Simon die Maske angebracht. Die Spiro läuft schon, zeigt schon die ersten Daten drauf. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Simon hat Bock. Das Schöne an der Spiro ist, wir brauchen heute jetzt vor allem die Maximalwerte und die 5 Minuten. Das heißt, Simon kann jetzt noch mal kurz runterrollen, sich ganz locker einrollen und wenn er soweit ist, wenn er Bock drauf hat, drückst du auf Lab und dann heißt es 5 Minuten way to hell. Wird richtig gut. Ich freue mich und ab dafür. Gute Nachricht zuerst, er hat den Weg wieder hierhin gefunden. Ja. Simon lebt noch. Wie hat es angefühlt? Was bist du gefahren? Weißt du es? Ja, es war ein bisschen hart am Berg, die Pace richtig zu finden. Ja. Was doch einige Male wieder ein bisschen leicht bergab geht und halt um Kurven. Und ich denke, ich konnte so ein bisschen hinten raus leicht steigern. Aber ich habe es am Ende echt in der Lunge gemerkt. Ja? Also das war limitierender Faktor? Lunge? Ja, okay. Ich denke. Ach krass. Es sei die Lunge. Ja, und dann natürlich die Maske aufhalten, das war, war ein bisschen unangenehm, aber ansonsten. Sehr schön. Echt gut. Cool. Lass uns dich befreien. Du kannst unten einmal den aufmachen. Jo, ich hab's. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, die kannst du auskippen. Okay, Daten gucken wir uns nachher in Ruhe an und ja, dann besprechen wir das Ganze. Genau auf 5 Minuten gestoppt. Ja. Geil. Perfekt. Sehr gut. Gut.